dass wir entschieden haben, Lampedusa in Hamburg, wir sind hier und wir bleiben hier. I'm saying that even if Lampedusa in Hamburg or refugee are no more existing in Hamburg, but the history has been made. Okay. Und wenn irgendwann Lampedusa in Hamburg nicht mehr existieren sollte, nicht mehr da sein sollte, trotzdem haben wir ja ein Stück Geschichte geschrieben. I'm saying that the history has been made here in Hamburg and beyond, because the group now become international group to recognize. Unsere Gruppe hier bekommt mittlerweile internationale Aufmerksamkeit. Überall wird geguckt, die Situation in Europa und eben auch die Proteste von Flüchtlingen, wo wir, die Libyen-Flüchtlinge hier in Hamburg, eine Rolle drin spielen. And also I want to say here that a few days ago there was a boat capsized and a lot of people were perished, about 250. And the government and the whole world was shedding a crocodile tears. And I want to tell you that if I were to be among the dead, where would I be? And when they shed crocodile tears, it doesn't show any significant points that they are caring for those who are living. Ja, und wie ihr alle wisst, und wir erinnern uns an die jüngsten Toten im Mittelmeer, die jüngsten Schiffe, die gekentert sind, die jüngsten Hunderte von Menschen, die ertrunken sind. Das ist die Situation, die wir auch überlebt haben, wenn ich eines der Opfer gewesen wäre, oder wir hätten auch eines der Opfer sein können, die jetzt auf dem Grund des Mittelmeers liegen. Aber wir sind die Überlebenden, und die Überlebenden werden hier in Europa auf den Straßen gelassen. In Italien wird für die jüngsten Toten ein Staatsbegräbnis organisiert, aber diejenigen, die überlebt haben, leben ohne Rechte in den sogenannten Ländern der Demokratie und Menschenrechte. And also, we want to tell the world that this group that brought something so special in the city of Hamburg must be recognized, because we have every point to give and strong awareness to create to the society that paragraph 23 has given us the insights of the law, that this law must be respected and recognized. Otherwise, it is going to turn to a refugee revolution. Zwei Punkte, warum wir hier in Hamburg anerkannt werden sollten. Einmal das, was wir auf die Straße bringen, die Solidarität, die wir zwischen uns aufgebaut haben, die Solidarität, die in den Nachbarschaften entstanden ist. Das ist was Gutes für die Gesellschaft. Das heißt, es kann mit den Augen mal angeguckt werden, wir bringen was Gutes in die Gesellschaft rein. Und das Zweite ist der Paragraph 23, der uns vom Gesetz her den Anspruch gibt oder die Möglichkeit gibt, anerkannt zu werden als Gruppe. Und dieser Paragraph, der im deutschen Gesetzbuch steht, wird vom Senat einfach unterschlagen oder er scheut sich davor. Dieser Paragraph ist da, existiert, und er muss und soll für uns angewandt werden. Ansonsten wird es tatsächlich irgendwann zu einer Flüchtlingsrevolution kommen. Hoffentlich! Yeah, I also want to tell you that this group is not a group that comes here to cause problems to the society. But we are so skillful. Many of us are educated. Many of us went to school. Many of us have a different thing to do to support both the society and ourselves. And that was why we all from all our different countries and we were accepted by the society of Libya. And when the war started and we left the place, we were in any way, as I said earlier, demanded to come to Europe in any cost. There was no tendency for that. But today, we are living in the street of Hamburg, and we are treated and ignoring us, and they refuse to talk to us, and they're calling us to a different kind of name, which is not apportioned to us, and it is not acceptable. And this fight is no longer the group fight, rather is the fight for the supporters, and they are going to fight to the end.
Um nochmal zu sagen, wir haben was in die Gesellschaft einzubringen. Wir haben Talente, wir haben Fähigkeiten, wir haben auch Berufe. Wir haben vieles, was wir hier reintragen können. Und viele haben das auch erkannt und gesehen. Aber die Situation, in der der Senat uns lässt, in dem uns unsere Rechte vorenthalten werden, bringt eine Entwicklung ins Gegenteil. Wir sitzen auf der Straße, wir sind angewiesen auf Spenden. Man will uns als Bettler oder als Kriminelle abstempeln. Das ist das Bild, das die Regierung von uns zeichnen will. Aber wir sind etwas anderes und das sind die, was die vielen Unterstützer von uns gesehen haben. Und das ist das, was wir der Gesellschaft zeigen und vortragen möchten. Dazu kämpfen wir um unser Recht. And if the government wants to know us, they should come forward and recognize us in the info tent, the St. Pauli Church, anywhere you see them, they are ready, we are ready to identify ourselves. They should stop accusing the group that we are hiding our identity. That is not true. We are here at any time, at any moment to identify ourselves because the sentiment, the hypocrisy they are playing shows that they are not willing or ready to recognize this group, and we are going to fight to the end. Okay, und nochmal auch an den Senat gerichtet, aber auch an alle, die uns kennenlernen möchten. Wir sind jederzeit erreichbar, seit 6 Monaten fast, an dem Infozelt oben am Steindamm, an der St. Pauli-Kirche. Mittwochs immer hier auf der Straße. Es gibt viele Orte und jeder, der will, kann mit uns zusammenkommen. Das nochmal. Wir werden hier in der Stadt bleiben und wir werden bis zum Ende für unsere Rechte kämpfen. Ja! Danke sehr. Please don't live fear anymore. And a lot of people are living under restriction. A lot of people are living under isolation. A lot of people are living under a threat. And we are not here seeking for asylum. Yeah. We only need recognition, and that's all. And a guarantee for work, to learn those languages, to do many things. We are not here seeking for asylum. Therefore, the police, the whomsoever are on the street attacking us are really, really wasting their time. Okay, und einen wichtigen Punkt möchte ich nochmal aufgreifen, und zwar im Zusammenhang mit den Anschuldigungen und mit den rassistischen Kontrollen gegen uns. Wir sagen, und auch unsere Anwälte, diese Kontrollen sind illegal, denn wir sind im Besitz von legalen Papieren, von legalen europäischen Papieren in Italien ausgestellt und gültig. Und wir können zwar kontrolliert werden, aber niemand darf uns die Papiere wegnehmen, darf uns in Gewahrsam nehmen, darf unsere Fingerabdrücke nehmen, etc. All diese Maßnahmen, die die letzten Tage gegen uns durchgeführt worden sind, sind illegal. Solidarität!